jetzt bei RFH aktuell am Mittwoch. Das sind unsere Themen heute. Eisbahn in Sicht. Vorbereitungen für die vierte Halberstädter Eiszeit. Das perfekte Bett. Heimtextilmesse mit Ausblick auf die Betten von morgen. Glückslehrer. Glück lernen in der Schule. Ocean Tribute Award. Meeresschutz-Oscar-Verleihung auf der Boot 2020. Einkaufen in der Kreisstadt. Vergnügen oder Horror? Ein Gutachten gibt Antworten. RFH. Informativ, aktuell, näher dran. Eisbahn in Sicht. Vorbereitungen für die vierte Halberstädter Eiszeit. Es dauert nicht mehr lange, dann können die Bewohner der Domstadt auf dem Fischmarkt ihre Runden auf dem Eis drehen. Diesen Freitag eröffnet nämlich die vierte Halberstädter Eiszeit. Der Organisator dieses Events ist Jens Ganso. Eine große Fläche wurde bereits hergerichtet, nur das Eis fehlt nun noch. Die Halberstädter Eiszeit, die wird ja gerade hier vorbereitet. Ab wann und bis wann können die Halberstädter in den Genuss dieser Halberstädter Eiszeit kommen? Also Eröffnung ist am Freitag, den 31.01. um 17 Uhr. Und laufen können die Kinder bis Sonntag, den 16. Februar, 20 Uhr. Und wann, also von wann bis wann ist die Eiszeit täglich geöffnet? Also tägliche Öffnungszeiten sind von 10.30 Uhr bis 20 Uhr. Okay, das ist ja hier eine sehr große Fläche. Wie groß ist die denn und wie viel Wasser wird denn benötigt, damit eine große Eisfläche hier entstehen kann? Also die Bahn ist 450 Quadratmeter, 30 lang, 15 breit und rund 200 Badewannen brauchen wir, um eine Eisfläche zu produzieren. Jetzt wird es ja die Tage wieder etwas wärmer. Stellt das ein Problem dar für die Eisfläche, also diese hohen Temperaturen im Vergleich zu jetzt? Also die Temperaturen tangieren uns weniger, also wir können bis plus 8 bis plus 10 Grad problemlos Eisaufbau bereiten. Ja, wir wünschen uns natürlich auch, was sich alle wünschen, schönes Wetter, nicht zu warm, nicht zu kalt, viele liebe Gäste und dass die Bahn wie in den letzten Jahren gut angenommen wird und alle zufrieden sind und wir alle ein bisschen Spaß haben auf der Eisbahn. Ab dem 31. Januar erwartet Sie also eine tolle Eisbahn mitten in der Domstadt. Verpassen Sie Ihre Gelegenheit nicht und besuchen Sie die vierte Halberstädter Eiszeit vom 31. Januar bis zum 16. Februar. Das perfekte Bett. Heimtextilmesse mit Ausblick auf die Betten von morgen. Sieht so das Bett der Zukunft aus? Wo sich eigentlich die Matratze befindet, erwartet den geneigten Schläfer eine Oberfläche aus vielen kleinen Kunststoffkugeln. Jede einzelne ist gefedert und mit ihren Nachbarn verbunden. Diese Technologie verspricht eine ergonomisch optimale Anpassung an die Körperform. Härtegrade gibt es nicht. Das Bett funktioniert für alle Körpergrößen und jedes Gewicht gleichermaßen. Für einen Einstiegspreis von 23.000 Euro gibt es ein Bett mit einer vollkommen textilfreien Matratze, was besonders für Allergiker interessant sein dürfte. Das Bett ist für jeden geeignet. Im Moment ist es noch recht teuer, aber wir gehen in Zukunft von sinkenden Preisen aus. Dafür hält es aber auch ein ganzes Leben lang. Wer sich das Bett mit 30 kauft, gibt umgerechnet weniger als eine Tasse Kaffee pro Tag dafür aus. Das optimale Schlaferlebnis versprechen auf der Messe Heimtextil in Frankfurt aber auch traditionelle Hersteller. Die schwedische Bettenmanufaktur Hestens setzt auf hochwertige Naturmaterialien wie Leinen und Rosshaar. Darauf schwört nicht nur das schwedische Königshaus, sondern auch Superstars wie Brad Pitt, Beyoncé, Zlatan Ibrahimovic und Cristiano Ronaldo. Mitunter ist es aber auch der eigene Partner, der durch sein Schnarchen für wenig Schlaf sorgt. Abhilfe verspricht der Hersteller Auping. Eine App auf dem Smartphone misst die Geräuschkulisse. Übersteigt das Schnarchen eine individuell einstellbare Lautstärke, wird der Kopfteil des Bettes leicht angehoben. Dadurch entspannt sich die Oberkörpermuskulatur und die Atmung normalisiert sich. Schlechtem Schlaf kann häufig aber auch mit einfachen Mitteln entgegengewirkt werden. Wer schnell schwitzt, sollte selbst im Winter zu einer dünneren Decke greifen und umgekehrt. Auch die Wahl des Kopfkissens wird häufig unterschätzt.
Standardmaß 80 mal 80 ist das, was wir kennen, passt aber nicht unbedingt dazu, wenn wir über Ergonomie sprechen. Wichtig ist es, ein Kopfkissen für sich zu finden, was Nacken- und Schultermuskulatur perfekt unterstützt und uns so entspannt schlafen lässt. Für eine gesunde Nachtruhe sollte man also auf die individuellen Bedürfnisse seines Körpers eingehen. Eine Regel steht dabei immer im Vordergrund: gemütlich muss es sein. Dann klappt es meist auch mit dem erholsamen Schlaf. Glückslehrer. Glück lernen in der Schule. In gewisser Weise machte eine Medieneinladung neugierig, bei der es um die Übergabe von Zertifikaten für Glückslehrer ging. Glück kann man lernen in der Schule? Diese Auffassung vertritt Tobias Rode, seines Zeichens Dozent und Lehrertrainer, der seinen Schülern in den vergangenen 10 Monaten das Thema und eine ganz spezielle Sicht darauf nahebringen sollte. Was unter diesem Fach Glück zusammenfällt, ist eigentlich die Idee, wer bin ich eigentlich, was will ich denn von meiner Zukunft, was brauche ich im Leben und was kann ich eigentlich tun und verändern und was kann ich auch erhalten und lassen, wie es ist. Und das heißt, wir müssen erstmal schauen, Vergangenheit anschauen, wo kommen Sie eigentlich her, welche Erfahrungen haben Sie geprägt, was für Stärken haben Sie vor allem, welche Schwächen sind schwierig für mich und muss ich integrieren. Dann schauen wir nach vorne in die Zukunft und überlegen, welche Ziele, Visionen, Wünsche habe ich denn von meinem Leben und gucken dann, was da eben einer für mich wäre, der mich wirklich entwickelt und weiterentwickelt. Dann gucken wir in die Gegenwart, was kann ich dann auch auf diesem Weg tatsächlich machen, Kompetenzen entwickeln, wie kann ich mit den anderen, mit mir und mit den Sachen und Objekten gut umgehen. Und das nennen wir dann Kompetenz, Kohärenz und Konsistenz, das ist eine vollständige Persönlichkeit. Wie war das nochmal im Mittelteil? Geht es vielleicht auch ein bisschen einfacher? Das heißt, Sie würden im Prinzip mit anderen zusammen erstmal theoretisch verstehen, um was es geht. Dann würden Sie in Ihre eigene Vergangenheit schauen, Selbstprozess machen, würden gucken, was sind da für Stärken und so weiter. Ziele setzen, Kompetenzen entwickeln und das alles immer schön mit anderen zusammen. Ah ja, im Fall der hier Ausgebildeten handelt es sich vor allem um Lehrer, die ihr Wissen an Schüler weitergeben sollen. Und da wird dann wohl auch etwas klarer, worum es gehen soll. Die Stärkung der Kompetenzen der Kinder in der Selbstwahrnehmung im Hinblick auf deren Lebensplanung. Okay, ich kann es auch nicht besser erklären. Lassen wir doch mal eine Kursteilnehmerin zu Wort kommen, die das erworbene Wissen nun als Lehrerin anwenden will. Wir sind sicherlich glücklich, dass wir auf dem richtigen Kontinent geboren wurden, zufällig im richtigen Land leben, zur richtigen Zeit. Das ist ja schon mal ganz viel Kriterium. Aber ich glaube, dass gerade die jungen Menschen relativ zerrissen sind aufgrund der Vielzahl der Möglichkeiten und Entscheidungen treffen auch ein großer Bestandteil vom Schulfach Glück ist. Es geht um Stärken, selbst zu finden und auch sich bewusst zu machen. Es geht um Schwächen, es geht darum, Entscheidungen zu treffen, Dinge zu planen, auch mit Scheitern und Misserfolg umgehen zu lernen und sich immer wieder neue Ziele zu fokussieren, um sich stetig entwickeln zu können. Daran erkennt man, es geht eigentlich um das ganz normale Leben. Allerdings hat man wohl gerade bei diesen Fragen Defizite ausgemacht und da man in der Schule schließlich fürs Leben lernen sollte, kann eine entsprechende Hilfestellung helfen, auch beim Finden der Motivation überhaupt in die Schule zu gehen oder einen Beruf zu ergreifen. Es geht ja auch ganz viel um Reflexion und sich Dinge bewusst zu machen. Und wenn man einen pubertären Schüler fragt, was kannst du gut, kommt üblicherweise erstmal nichts. Und wir versuchen dann eben herauszuarbeiten, ich denke schon, dass jeder irgendwas besonders gut kann und lass uns da mal gemeinsam drauf gucken. Also wir haben im letzten Jahr, während der Kurs lief, am Gymnasium schon mal eine Projektwoche unter diesem Schwerpunkt gemacht und haben da wirklich tolle Erfolge reflektieren können, bei uns und auch bei den Kindern. Das haben wir schon gemacht und wir werden es langfristig auch irgendwie integrieren. Das kann übrigens im Ethikunterricht passieren oder im Rahmen der beschriebenen Projektwoche. Oder man kann es auch als Aufgabe eines Streetwalkers begreifen. Die Teilnehmer werden hier sicher als Multiplikatoren wirken, aber es dürften durchaus noch mehr werden. So wird im Herbst ein neuer Lehrgang bei der evangelischen Jugendhilfe beginnen. Denn eines ist sicher, wenn es nach dem Lehrgang nicht gleich mit dem Glück im Spiel klappt, Glück in der Liebe ist ja auch ganz schön und hilft bei der Gestaltung eines zufriedenen Lebens. Ocean Tribute Award. Meeresschutz-Oscar-Verleihung auf der Boot 2020. Zwischen luxuriösen Superjachten geht es um nichts Geringeres als sozusagen um den Meeresschutz-Oscar, den Ocean Tribute Award.
Gestiftet wird der mit 20.000 Euro dotierte Preis von der Boot Düsseldorf, von der Deutschen Meeresstiftung und von der Fürst-Albert-Stiftung aus Monaco. Darum wurde der Preis im letzten Jahr vom Regenten selbst verliehen. Der Ocean Tribute Award zeichnet besondere Schutzprojekte aus, die sich effektiv um eine gesunde Unterwasserwelt bemühen. Und dieses Jahr bekommt ihn die NGO Sea Women of Melanesia. Sea Women of Melanesia, eine Aktion, um indigene Mädchen und Frauen zu stärken, indem sie zu Taucherinnen und Riffpflegerinnen ausgebildet werden. Sie sind sich selbst sehr bewusst, was der Klimawandel für einen Einfluss hat. Die Korallen sterben, Fische verschwinden aufgrund der Überfischung, aufgrund des Klimawandels. Sie wollen lernen, sie wollen ihre Umwelt verändern und sie wissen, dass wir ihnen die Möglichkeit bieten, die Ozeane zu retten und sich selbst stärker zu fühlen. Jede dieser Expeditionen unter dem Dach der Coral Sea Foundation kostet etwa 20.000 Euro. Eine von 5 geplanten Touren in 2020 ist also mit dem Preisgeld des Ocean Tribute Awards finanziert. Eine gute Sache, finden die anwesenden Wassersportler und Meeresschützer. Der Preisträger heute, diese Assoziation, die hat die richtige Reife und es ist eine tolle Wahl der Jury. 20 weitere Frauen sollen jetzt mit dem Preisgeld zu Riffpflegerinnen ihrer jeweiligen Gemeinde ausgebildet werden. Und das bedeutet einiges, wenn man dem von Boris Herrmann bemühten Zitat der Weltumseglerin Tracy Edwards glaubt: Stärke ein Mädchen und du stärkst die Welt. Einkaufen in der Kreisstadt. Vergnügen oder Horror? Ein Gutachten gibt Antworten. Schon seit Jahren stellen sich die Halberstädter die Frage, wie sie ihre Stadt attraktiver machen können. Unter anderem soll der breite Weg zu einer attraktiven Fußgängerzone umgestaltet werden. Doch zu mehr als ein paar Blumenanpflanzungen hat es bisher noch nicht gereicht. Obwohl alle paar Jahre wieder eine neue Initiative ins Leben gerufen wird, die am Ende sang- und klanglos verpufft. Auch das Einzelhandelskonzept der Kreisstadt wird immer wieder beleuchtet. Das letzte Mal 2009. Seitdem hat sich viel getan, denn der Internethandel dominiert immer stärker nahezu alle Branchen. Besonders Uhren, Schmuck und Unterhaltungselektronik werden von jedem vierten Käufer bereits online bestellt. Tendenz steigend. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf den Einzelhandel. In den letzten 15 Jahren haben mehr als 100.000 Geschäfte in Deutschland geschlossen. Viele von ihnen auch, weil sie keine Nachfolger finden konnten. Jetzt, nach 10 Jahren, wurde dieses Einzelhandelskonzept für Halberstadt durch das Leipziger Planungsbüro Stadt plus Handel erneut untersucht und der Öffentlichkeit vorgestellt. Derzeit beträgt die Gesamtverkaufsfläche in der Domstadt rund 116.000 Quadratmeter. 2009 waren es noch 128.000 Quadratmeter. Die einzelhandelsrelevante Kaufkraft in der Kreisstadt liegt bei über 230 Millionen Euro. Diese Zahlen sind zunächst beeindruckend, doch wie sind sie in der Realität zu bewerten? Gibt es in Halberstadt zu viele Geschäfte? Insbesondere die großen Markendiscounter würden gern ihr Unternehmen noch vergrößern. Das Ergebnis der Studie ist hier relativ eindeutig. Die Halberstädter sind im Großen und Ganzen gut versorgt, auch wenn diese Zahlen unter dem Bundesdurchschnitt liegen. Die meisten Einwohner können innerhalb von 12 Minuten einen Lebensmittelladen zu Fuß erreichen. Immerhin gibt es allein 18 große Warenhäuser der Lebensmittelkonzerne in der Stadt. Von Aldi über Rewe bis hin zu Edeka ist alles dabei. Hier ist auch der Onlinehandel kein Konkurrent, denn Waren des täglichen Bedarfs werden kaum im Internet geordert. Für den Einzelhandel in der Stadt empfehlen die Planungsprofis daher auch einen Bestandsschutz für vorhandene Betriebe und keine Neuansiedlungen. Unternehmen, die das vorhandene Warensortiment ergänzen, sind natürlich kein Problem und gern gesehen.
Damit der Umsatz auch in Zukunft steigt, muss Halberstadt attraktiver werden, damit die Menschen länger in ihrer Stadt verweilen. Darüber wird ja schon lange nachgedacht, aber nichts ist passiert. Weder auf dem breiten Weg noch sonst irgendwo. Auch deshalb, weil die Stadt seit Jahren keinen ausgeglichenen Haushalt hat und so in ihren Investitionsentscheidungen stark eingeschränkt ist. Nur für Studien reicht anscheinend das Geld immer. Für die Umsetzung der Ergebnisse nie. Dabei sind es nicht immer die großen Beträge, die ausgegeben werden müssen, um eine Innenstadt attraktiver zu gestalten. So haben die Leipziger Stadtplaner auch herausgefunden, dass das Aufstellen von Parkbänken, Mülleimern, Spielgeräten und Fahrradständern sowie die Erhöhung der öffentlichen Sicherheit und die Begrünung von Außenanlagen schon ein großes Stück Attraktivität zurückbringt. Zudem wünschen sich die Halberstädter auch mehr Erlebnis- und Außengastronomie in ihrer Stadt und natürlich eine Belebung des breiten Weges. Womit wir wieder am Anfang wären und auf das nächste Gutachten warten.